So, schönen guten Morgen. Ich setze jetzt hier das Aufräumen im geothermalen Tal fort. Ich bin hier jetzt noch an der Stelle, kurz nach dem Beenden der Herausforderung Kürbis werfen. Lara, die wird jetzt ins geothermale Tal reisen. Das mache ich mal zunächst. So, ich werde diese Reste jetzt zweiteilen. Es gibt ja hier immer noch genügend zu tun, unter anderem die beiden Herausforderungsbonusgräber. Es gibt hier, ich bin jetzt hier an der oberen Hälfte und den zweiten Teil setze ich dann an der unteren Hälfte fort, jeweils mit einem Grab. Ich schaue mir jetzt erstmal an, was noch zu erledigen ist. Und werde also immer dann, wenn ich einen Fundort erledigt habe, den nächsten markieren und dann dahin laufen. Und natürlich aufsammeln, klar. Wie schon früher angemerkt, handelt es sich auch hier fast immer um Fundstücke, die auf anderen Wegen nicht erreichbar sind. So, dieses Dokument hier, da befürchte ich fast, dass ich das irgendwo vergessen habe. Ich glaube aber jetzt eher nicht. Ich bin sicher, das gehört zu dem Herausforderungsgrab hier weiter oben. Und da werde ich jetzt mich fast direkt hinbegeben. Zunächst ist hier allerdings auch noch ein Dokument abzuholen, was Lara erst jetzt erreichen kann, wo sie die Kletterpfeile hat. Sie hätte das wahrscheinlich auch schon mit der Hakenaxt geschafft, aber so ist Anja jetzt in erwartet ein Ordnung. Kind, eine Tochter. Das ist jetzt eines der beiden verbliebenen Gräber. Lara konnte die vorher nicht lösen, weil entweder das Atemgerät oder die Hakenaxt oder beides fehlten. Hier in diesem Grab braucht sie auf jeden Fall das Atemgerät. Ist
handelt sich hier um das Grab, die Bäder von Kitesh. Ja, ich mache mir immer gerne mal den Spaß, Lara mit dem Kopfsprung ins Wasser hüpfen zu lassen. Das kann sie übrigens von Anfang an, also von Beginn des Spiels an. Lara kann diese Herausforderung Tauchsprünge halt eben nur durch diesen Kopfsprung lösen, deswegen übe ich den vorher immer schon mal. Ich nehme immer ganz gern an diesen Lagern Platz, dann kann ich immer noch erkennen. Verziert mit Elfenbein und Edelsteinen. Ob noch irgendwas an Fähigkeiten hinzuzufügen ist. Interessant. Er wurde mit einem festen Lederriemen versehen und diente zur Aufbewahrung von Pflanzen. Das muss man zu diesen Artefakten noch wissen. Und zu diesen Relikten. Man sollte, wenn man die gefunden hat, dafür sorgen, dass Lara die auch liest, wenn die Lupe zu erkennen ist. Sonst gelten die als nicht gefunden und das hat Einfluss auf den Erledigungsgrad des Spiels. Diesen Fallen hat man so ein bisschen Wahlfreiheit. Es wurde wohl aus einem einzigen Stoßzahn geschnitzt. Ich lasse Lara da ungern reinlaufen, auch wenn sie ganz blitzschnell mit der Pistole die Stachelfallen abschießen kann. Aber es geht ja auch so, wenn genügend Munition da ist. Ich muss an dieser Stelle eines erwähnen, der Ehrlichkeit halber. Ich spiele hier mit einem Trainer. Ich bin kein Berufs- oder Hobbyzocker. Ich spiele eigentlich kaum Videospiele, aber die Tomb Raider-Saga, die hat es mir einfach angetan. Ich habe eigentlich alle Spiele durchgespielt. Die einzige Ausnahme bisher ist eigentlich eines der beiden Games, welches aus der Reihe tanzen. Nämlich das Lara Croft Spiel Guardian of Light. Nur dieses und Temple of Osiris, die betrachte ich so ein bisschen mehr als bessere Jump-and-Run-Games und die haben mit der Tomb Raider-Saga aus meiner Sicht nicht viel zu tun. Wurde es absichtlich geflutet? Es muss ein Weg da reingeben. Nur weil ich halt, wie ich früher schon mal sagte, kein besonders geduldiger Mensch bin. Und ja, auch meine Frustschwelle eher so ein bisschen niedrig ist. Also mir macht es keinen Spaß, wenn Lara dauernd umgebracht wird und solche Geschichten. Deswegen benutze ich bei solchen Gelegenheiten eben den Trainer. Der hilft einem in der Tat nicht, wenn es um Geschicklichkeit geht. Da nützt kein Trainer der Welt irgendetwas. Bei diesen Geschichten hier wie Sprüngen, gut, man könnte hier vielleicht noch den Superjump des einen Trainers benutzen, aber das würde es mir dann doch zu einfach machen. Muss jetzt hier das Wasser ablassen. Ich halte an dieser Stelle den Stick immer fest, bis das Wasser auch wirklich weg ist. Mist, das wird nicht halten. Man muss es doch irgendwie fixieren können. Jetzt gilt es ganz schnell, ein Seil an diese Rolle zu schicken und schießen und dann das Ganze aufzurollen. Auf diese Weise hat Lara hier jetzt das Wasser abgestellt.
und kann sich zum nächsten derartigen Punkt begeben. Sie muss vorher allerdings ihr Boot an diese Stelle bringen. Man sieht gleich warum. Hier liegt, das muss man wissen, eine Archivarkarte. Das ist eine Eigenart an dieser Stelle, die ist nur sehr schwer zu sehen. Man muss es im Prinzip wissen, dass die da ist. Hier wieder ein Pfahl mit Seil und Lara muss jetzt das Seil an das Gegenstück am Boot schießen. Das ist offenbar, na gut, erst das Wasser ablassen. Freies Schussfeld an das Gegenstück am Boot. Und hier muss sie sich jetzt nicht unbedingt so beeilen. Das Seil bleibt fest und wir müssen einen Augenblick warten, bis Lara zu dieser Stelle dann durchschwimmen kann. Wird das Wasser vollständig abgelassen. Da, das war der letzte. Einige von Laras Hinweisen, die sind auch wirklich wichtig, weil dann weiß man, dass man irgendetwas, was man schaffen musste, auch geschafft hat. Bergsteigen zu sein. So, hier unten liegt jetzt noch mindestens ein Dokument rum, wenn ich das richtig sehe. Das Gebiet ist ja nicht gerade klein und einige Sachen kann man wirklich vergessen. Vorsichtshalber nochmal. Wir können unsere Kinder. Das war das Dokument, so. Bei diesem hier weiß ich im Moment wirklich nicht, wo sich das befindet. Ich versuche das jetzt nochmal zu markieren. Offenbar weiter oben. Ich habe die Befürchtung, dass ich das doch beim vorigen Mal in der Krypta vergessen habe.
Wir werden sehen. So, von hier aus reise ich jetzt, weil das Grab erledigt ist. Vorsichtshalber nochmal eben gucken. Ja, das Grab ist erledigt. Lager Kammlinie das Richtige war, aber das macht nichts. Versuche jetzt mal zu Fuß zu diesem Dokument zu kommen. Immer wieder mal erlebt, dass ich solche Sachen suche, und ich habe das Spiel nun schon mehrere Male gespielt, trotzdem ja, vergesse ich das eine oder andere Mal wieder, wo irgendwelche komplizierten Fundstellen sind. Hallo. So. Und das ist dann doch ganz woanders, als ich dachte, und ich glaube, ich weiß mittlerweile auch wo. Gewehre geben. Wieso haben wir nur so wenig? Während der letzten Regenzeit sind fast ein Dutzend Kisten nass geworden. Eine der Höhlen wurde überflutet, als der Fluss seinen Lauf geändert hat. Wir finden bestimmt noch mehr, wenn wir die Eindringlinge verfolgen. Jetzt bin ich offen gestanden noch ein wenig verwundert. Lara guckt jetzt in eine ganz andere Richtung. Gut. Grundsätzlich ist das für mich hier oben erledigt. Das heißt, ich laufe jetzt zum Lager und beende diesen Teil bei den Resten des geothermalen Tals.